Willkommen zu Kita Today, unserem fast werktäglichen Kita-Format. Ich bin Rechtsanwalt Holger Klaus von den Kita-Rechtlern und ich war heute Vormittag beim Arbeitsgericht. Da ging es um eine fristlose Kündigung und eigentlich im Großen und Ganzen alles ganz unspektakulär. Am Ende gab es einen Vergleich. Und in dem Zusammenhang kriegt man immer ganz, so ein bisschen wiedergespiegelt oder zurückgespiegelt von den Mandanten, dass die sich wundern, warum dann vor dem Arbeitsgericht auch so viele Verfahren am Ende im Vergleichswege enden. Und vielleicht ist es mal ganz interessant, das auch hier zu erzählen, warum eigentlich es zu dieser sehr hohen Zahl kommt. Nämlich, der Gesetzgeber hat sich in seiner Weisheit gedacht, dass das eine eigentlich total tolle Idee ist, für einen gewissen Rechtsfrieden zu sorgen. Das heißt, unser Gesetzgeber hat den Richtern vorgegeben, dass sie zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens auf eine vergleichsweise, auf eine gütliche Regelung hinwirken sollen. Dem muss man sich nicht sozusagen unterwerfen, dem muss man sich nicht fügen als Rechtsanwalt und schon gar nicht als Partei, die dafür dann am Ende den Kopf hinhalten muss. Und man sollte auch nicht sich entsprechend vom Gericht da bequatschen lassen, wenn man das Gefühl hat, dass es eben nicht zum Vorteil das Ganze ist oder zumindest zu einem, sagen wir mal, ehrenhaften Unentschieden am Ende reicht. Aber es macht auch, da muss man dem Gesetzgeber durchaus recht geben, am Ende viel Sinn. Denn, gerade bei Kündigungsstreitigkeiten, wo die Frage ist, ist die Person jetzt schon aktuell draußen oder ist sie eigentlich noch weiter beschäftigt, aber keiner weiß es so richtig, bis das Gericht in der ersten, zweiten, dritten Instanz ein entsprechendes Urteil gesprochen hat, dann ist das ja für den Arbeitgeber, für den Träger auch mit einem großen wirtschaftlichen Risiko verbunden. Nämlich, was ist, wenn die Person wiederkommt und ich den ganzen Lohn der letzten Monate nachbezahlen soll? Also wird ein Arbeitgeber, ein Träger sich sehr genau überlegen, ob man nicht vielleicht sich das Problem ein bisschen anderweitig von der Backe schaffen kann, indem man nämlich eine Form von Lösung sucht, womit beide, und das ist ja meistens bei einem Vergleich ja so das ausschlaggebende Merkmal, beide Parteien gleich unglücklich sind. Man sagt so ein bisschen salopp, wenn beide unzufrieden sind mit dem Vergleich, dann war es ein guter Vergleich. Stimmt natürlich nicht. Eine andere Geschichte ist, dass, und das wird häufig nicht gesehen von jemandem, den man vertritt, von dem Arbeitnehmer oder Arbeitgeber, dass im Vorfeld schon relativ viel Arbeit passiert ist, nämlich wie wird die Kündigungssituation angegangen? Besteht tatsächlich ein Grund für die Kündigung? Dann, wie wird die Klageschrift geschrieben und wie folgt darauf so die erste Antwort auf die Klageschrift? Da sind für den rechtlichen Laien ganz häufig viele Sachen drin, die dieser oder diese auf den ersten Blick und auch auf den zweiten Blick gar nicht so richtig mitbekommt. Da wird schon ziemlich genau gezeigt, was man, man möge mir jetzt die martialische Sprache ein bisschen verzeihen, aber was man für Waffen gegebenenfalls auf den Tisch legen kann und was man in der Vergangenheit noch alles also schon gemacht hat und was da noch alles kommen kann. Also da wird schon im Vorfeld relativ viel in dem Blick oder in der Hinsicht getan, damit man am Ende im Vergleichswege einen möglichst guten Vergleich für die eigene Partei herausarbeiten kann. Denn, wenn jemand das Gefühl hat, dass die Gegenseite doch vielleicht ein bisschen mehr im Recht ist oder dass die Gegenseite womöglich einen Tick mehr Chancen hat, das Verfahren zu gewinnen, dann wird sich die Gegenseite einen Vergleich eher nur teuer abkaufen lassen. Auf der anderen Seite, wenn man sehr genau signalisieren kann, alle Karten liegen bei mir, das hat schon alles Hand und Fuß und Achtung, 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 das und das kann eben noch alles womöglich passieren und man kann ja auch am Ende eine Klage anerkennen, dann muss die Person wieder zurückkommen zum Arbeiten. Also da gibt es ja eine ganze Menge an Möglichkeiten, dass ich eben dann der Gegenüber, die Gegenüber womöglich etwas vergleichsbereiter zeigt und auch sagt, und das ist auch wirklich völlig in Ordnung, sagt, ich will mit meinem Leben vorankommen, das Kapitel ist abgeschlossen, eigentlich will ich nur noch sauber aus der Angelegenheit rauskommen und gut ist. Das heißt also, Vergleiche sind im Arbeitsverhältnis relativ häufig, gerade weil die Gerichte darauf hinarbeiten sollen, weil es auch dem Rechtsfrieden dient und auch innerhalb eines Arbeitsverhältnisses, wenn man sich also gar nicht um die Beendigung streitet, sondern um einzelne Aspekte des Arbeitsverhältnisses. Da fehlt der Lohn, da muss ein Überstundenausgleich vielleicht erfolgen, wie viele Urlaubstage hat man eigentlich gehabt, ist die Abmahnung gerechtfertigt. Auch da geht es darum, wie weit will man als Arbeitgeber und als Arbeitnehmer das bestehende Arbeitsverhältnis durch eine sich bis in alle, gefühlt alle Ewigkeiten, weil da können ja locker mal 2,5, 3 Jahre ins Land gehen, durch eine
vor Gericht geführte Rechtsstreitigkeit, wie lange will man das dann eigentlich belasten? Kann man machen, aber wie gesagt, wenn man daran denkt, beiderseits daran denkt und vernünftig daran denkt, okay, das muss auch irgendwann wieder so eine Möglichkeit geben, dass man zueinander findet, dann ist diese Vergleichsregelung ja eigentlich auch ganz schlau. Wir sind immer für alles offen. Wir gucken uns sehr genau an, was für den Mandanten besser ist, das Streiten zur Not durch die Instanzen oder eben die Alternative, dass man doch guckt, ob man mit einem schlauen Vergleich die Angelegenheit besser und vor allem dann auch endgültig regelt. Morgen geht's weiter.